Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. So, ich habe in der Zwischenzeit ja, mit dem Blue Baby nochmal einen erfolgreichen Run gehabt und den D6 freigeschaltet, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte auf den ganzen Scheiß-Warterei. Währenddessen hatte ich auch noch einen übertriebenst heftigen Run mit Isaac, wo ich es leider sehr schade finde, dass ich den nicht aufgenommen habe, weil ich hatte so eine heftige Item-Kombination, dass ich dachte, what the fuck ist hier los? Ja, vielleicht können wir das ja wiederholen. Und diesmal versuchen wir mal mit Isaac den Teufel zu besiegen. Genau, der Teufel ist das nächste Ziel. Und wenn wir den Teufel haben, dann werden wir sehen, wie wir weitermachen. So, erster Itemraum. Das Schutzbuch. Nehmen wir nicht mit. Das kenne ich nicht. Big Beautiful Fly. Okay. Ich schätze mal, die macht Gegnern Schaden. Die sieht auf jeden Fall fett aus. Können wir mal sehen. Na, komm. Die explodiert. Ich hoffe, das ist nicht einmalig. Vielleicht einmal pro Raum. Ah, da ist sie wieder. Okay, sie hat eine gewisse Abklingzeit. Scheint aber stark zu sein. Das ist halt eine Bombe, die irgendwann mal trifft. Gut, es gibt Besseres auf jeden Fall. Nice. Für sowas ist die geil. Oh, fuck. Ah, da wurde ich getroffen. Das ist nicht gut. Ich hätte eigentlich hier explodieren lassen können. Ein blaues Herz. Und ich muss sagen, oh, ich muss gleich niesen, ich glaub's nicht. Ah. Ich gehe zum Boss. Wir haben den Duke of Flies. Mal gucken, wie es sich für den Duke anfühlt, wenn er seine Untergebenen ihn angreift. Ja. Irgendwie. Auch nicht. Ich hasse diesen Boss als ersten Boss, weil er einfach keinen Schaden macht. Und meine Kackfliege meint, sie müsste wieder. Ah, der ist scheiße mit meinem Item. So, jetzt stirb. Oh, das war ein schöner Treffer. Endlich. Und wir bekommen Speed-Up. Nehme ich gerne. Ich könnte jetzt den Kampfraum machen, in den Dings, in den Zackenraum gehen. Ich gehe da rein, komm. Oh, fuck, hat sich nicht gelohnt. Scheiße. Dann halt auf in die nächste Ebene. Und hopp, rein da. Ah. Erstmal mal lange Zeit wieder schön, richtig schön ausgeschlafen. Bin, glaube ich, schon um 20 Uhr ins Bett oder so. Und jetzt haben wir 5 Uhr morgens und ich bin eben aufgestanden, wurde getroffen. Ja, man merkt, dass ich vielleicht nur leicht müde bin. Eventuell. Ich bräuchte einen Schlüssel. Spiel, willst du mir einen Schlüssel geben? Nein, du willst mir einen riesigen Katastrophenraum geben. Okay. Ist hier irgendwo ein blauer Stein, den ich eventuell mit der Fliege aufspringen kann? Nein. Aber 2 Bomben. Die nehme ich auch gerne. Missing Page. Da war ein blauer Stein. Den ich garantiert aufspringen werde. So. Da haben wir einen Schlüssel. Dann gehen wir mal zum Boss direkt. Dingle. Ich hasse Dingle. Deswegen hasse ich ihn. Oh nice, da ist die Fliege gut geflogen.
Ach, der trifft mich doch nur mit der Scheiße. Nein, nicht noch einmal. Nicht noch einmal, mein Freund. Das ist ein HP-Upgrade. Nehme ich. Nehme ich gerne. Und hier haben wir einmal Damage-Upgrade. Eine Kiste mit zwei Spinnen. Nicht so cool. Und das Book of Seven Sins, das ich aber neu würfeln werde. Und wir bekommen noch ein Damage-Upgrade. Nehme ich auch gerne. Zwei Damage-Upgrades, nice. Kann man sich absolut nicht beklagen. Und dann würde ich sagen, ich würde gerne das haben. Aber ich gucke mich erstmal auf der Ebene um, ob wir eventuell einen Schlüssel so finden und ich nicht die Bombe verwenden muss. Na? Wollt ihr da rauskommen? Danke. So, und der nächste Kollege. Oh. Das ist auch schick. Noch eine Tür, die wir nicht betreten können. Okay. Oh, die Ebene ist erkundet. Dann mache ich Folgendes. Das wird aufgesprengt. Und auf zum Itemraum. Wir haben zwar keinen Reroll, aber was soll's. Wir haben zwei Damage Upgrades. Und wir bekommen das Harlequin Baby. Ich mag den nicht. Keine Ahnung. Aber das ist ja auch egal. Oh, Guppy's Head. Den kann man kurz mal nehmen. So, und weiter geht's. Jetzt muss ich langsam meinem Leben aufpassen. Beziehungsweise, ich müsste mal so ein paar Drops bekommen, dass ich auch blaue Herzen sammeln kann. Das wäre schon ziemlich nett. Dum, 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 dum. Wow, Bombenspinnen überall. So, direkt mal der gute Schlüssel. Das ist ein nicht so netter Raum. Ach, die explodieren nur noch. Ach du Scheiße. Oder war das nur die eine? Das war nur die eine. Okay, ich hatte gerade eine gewisse Angst. So, das war weggefetzt. Ah, nein, 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 nein. Ich hasse Greedköpfe fast so sehr, wie ich alles andere hasse. Ich hasse vieles in dem Spiel. Aber wir bekommen ein blaues Herz. Das ist doch nett. Und Bob's Rotten Head. Den nehmen wir sogar, weil wir den rerollen können. Nachdem ich den gleich einmal benutzt habe. Ich habe gesehen, da war was zum Aufsprengen. Der Kollege, ich weiß immer noch nicht, was das für einer ist. Aber er ist weggesprengt. Das weiß ich. So, Bob. Dein Head wird genommen und dagegen. Nice. Das hat sich gelohnt. Komm her. Dich würfeln wir gleich neu. So, wir haben eine nette Bombe. Jetzt brauchen wir etwas, wofür wir die Bombe benutzen können. Na? Komm, geh auf. Ach, verdammt. Da wurde ich noch getroffen. Das war nicht gut. Jetzt habe ich den Raum verschwendet. Egal, das Itemraum, das passt. Oh, danke. Oh. Nett. Was ist das? Ich guck mal kurz nach, was das ist. Ich will ja nicht hier den Run direkt zerstören. So.
So ein kleines Stück Metall war das, ne? Ist es das hier? Es könnte das der Einhornfuß sein. Ja, das ist der Einhornfuß. Ja, können wir kurz aufheben, wie viel stammt. Ja, gibt es einen Effekt halt für kurze Zeit und oh, ziemlich lange. Sieht eigentlich aus wie ein sehr starkes Item. Das da unten war der Kampfraum, ne? Egal, wir würfeln das hier neu und bekommen Book of Revelations. Hm. Leider nicht so das Wahre, was ich mir erhofft habe. Aber okay. Wir haben ja noch hoffentlich ein paar Räume, um einen Reroll wieder zu bekommen. Wow, die Fliege ist gerade nützlicher, als ich jemals erwartet hätte. Pille, sehr gut. Energie. Das ist eine sehr, sehr gute Pille. Der Widder. Damit können wir gegen Sachen rennen und machen den Schaden. Ich finde den aber nicht so gut. Ich werde nochmal den Reroll aufladen. Schub da Wup. Das ist auch nicht viel besser. Telepilz. In den Shop rein. Nice. Naja, es wäre nice, hätte ich Geld. Die Batterie wäre schon ganz cool. Leider habe ich kein Geld. Das heißt, daraus wird nichts. Aber was ich machen kann. Nochmal Telepilz und Puberty. Gut, gut. Leider sollte es wohl nicht sein. Gish. Ja. Bei unserem Schaden halt kein richtiger Gegner mittlerweile. Aber ein blaues Herz springt dabei von uns raus. Und das ist doch auch wert. Aber leider haben wir weder Bomben. Schlüssel haben wir sogar. Hm, nice. Ich hätte gerne noch mehr Energie gehabt. Dann hätte ich doch lieber den Widder nehmen sollen. Naja, was soll's. Pestilenz. Autsch. In meine Fresse. Ach, schon wieder. Oh, fuck. Ich bin eingesperrt. Bin ich gerade schon wieder eingesperrt? Ja. Ich war eingesperrt. Okay. Müssen wir mal mitnehmen. Keine andere Wahl. Wir haben ja keine. Ja, wir haben ja nichts. Keine Bomben. Keine Energie. Kein Reroll. Kein gar nichts. Caves 2. So, Feuer, gib mir was Tolles. In diesem Run scheinen wir ziemlich arm zu sein. Droppen keine Münzen. Also nicht. Ah, da kommt das ja, das Zeug, das wir töten müssen. Das war knapp. Da hat der Duke aber Glück gehabt. So, alles weggefetzt. Jetzt kommen die ganzen Bomben, wenn wir sie gar nicht mehr so dringend brauchen. Ist jetzt auch nicht so nett. Wenn jetzt wieder so ein großer Pilzraum kommt, dann wäre es echt cool. Wir müssen ja den ganzen Raum vor Kacke reinigen. Die meinen ja, die müssen hier überall hinscheißen. Das kann man ja machen. Ne? Hausmeister Isaac. Bombsaki. Wow.
Good game. So, der Itemraum wäre jetzt langsam nett. Okay, der Bossraum geht auch. Na, Kollege. Dann auf zum Boss. Mega Fetti. Der erstmal gekonnt ausgewichen ist. Wow, das war wieder schnell. So, diesmal aber bist du getroffen von meinem Buddy. Nice. Kannst nicht mal, Fetti. Du hast meinen Buddy getötet. Das Ding war doch ein Damage Upgrade, oder? Ja. Sogar ein ziemlich gutes. So. Was haben wir denn hier so Nettes? Guppy's Tale. Da hätten wir schon ein zweites Teil für Guppy, ne? Würde ich eigentlich nehmen. Aber dann haben wir nur noch ein Herz. Ah, verdammt ist das scheiße. Komm, wir nehmen es trotzdem. Kack drauf. Wenn ich jetzt den Code nehme, dann habe ich noch ein Herz weniger. Aber ich würde zwei schwarze Herze kriegen. Oder drei schwarze Herze kriegen. Irgendwie sowas. Komm, YOLO. Scheiß drauf. Wir riskieren's. Und wenn wir dabei drauf gehen, wir machen jetzt der Damage. Der Really Damage. Was ich doch gerne testen will, ich habe diesen Pickeln. Ah, okay, das war mit unbekannt, ob man wirklich dann drüber laufen kann. Ich habe das zwar mal gelesen, aber ich war mir echt unsicher. Na komm, Kollege, hallo. Alter. Hallo. Hallo. Danke. So, wir können über Stacheln laufen. Das ist schon mal ein riesiger Vorteil. Das heißt, das macht uns schon keine... Das ist eine Schadensquelle weniger, an der wir sterben können. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist wieder ein Herzcontainer. Und wir bekommen Technology. Aber ich weiß gerade nicht, welches. Verdammt, es war genau der, wo auch... Oder, ah ja, es wird komplett ersetzt, ne? Verdammt, das war keine gute Idee. Oh, Stacheln. Hm. Ich hab beinahe Angst vor. Die Maske kenne ich gar nicht. Was macht die Maske? Okay, wir haben eine Chance, dass uns Projektile von vorne keinen Schaden machen. Eine Chance nur. Ich gehe erstmal weiter klären. Oh, ein nettes Envy. Ich würde gerne die Guppy State erreichen. Die ich nebenbei bemerkt in diesem mega OP Isaac Run noch hatte. Wow, eine Trollbombe. Envy, du bist kacke. So, bitte letzter Raum. Ist doch nicht mal der letzte Raum. Okay. Kann man auch so machen. Ich sollte dann jetzt aber rerollen, wenn ich wirklich rerollen möchte. Was ich aber auch tun werde.
Ah, ich weiß es nicht. Ach komm, scheiß drauf. Das ist doch der Buddy, der ablenkt, ne? Ja, genau. Der ist nice. Den finde ich richtig gut. Zum Teil konzentrieren sich, geht nur noch auf den und dann kannst du halt machen, was du willst. Ist gar nicht so schlecht. So. Was ich aber mal nachschauen muss. Ja, wir sind schon bei 20 Minuten. Ich würde die Folge hier gerne beenden. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine Wertung lassen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Barsten. Ciao, ciao.